Hallo liebe Freunde und Feinde, ein schönes Video. Und zwar wollte ich euch vorstellen, die Übungshandleiter DM58. Bevor wir zu der kommen, ganz kurz zu den Vorläufern. Die erste Übungsgranate der Bundeswehr war die DM28. Das war einfach nur der Korpus von einer Splitterngranate, amerikanische Produktion, auch genannt Ananas oder MK2. Und das war die erste von 56. Die Amerikaner haben die dann auch schon lange rausgeschmissen. Als nächstes kam die Splitterhandgranate DM41. Das ist die hier, auch genannt Zitrone. Die Lemon-Handgranate. Die wurde 1961 eingeführt und war die Standardhandgranate bis 1974. Von der alten DM41 wurden allerdings die Restmengen bis die 90er verworfen. Ich habe die 1992 auf den Truppenübungsplatz selber geworfen, in Scharf noch. Dann war sie verbraucht. Waren so viele da, konnte jeder so oft werfen, wie er wollte. Ne? War cool, die Teile. 1974 wurde dann endlich die DM58 Übungsgranate eingeführt und das war die Übungshandgranate zur Sprengsplitterngranate DM51. Also die ist in Lichtblau, das sagt uns, alles klar, Übungsmunition. Die Sprengsplitterngranate DM51 war absolut genau gleich aufgebaut, kommen wir gleich noch zu, nur halt in Gelb-Oliv lackiert und in Chromgelb beschriftet. Die blaue Übungshandgranate ist lichtblau, hier nicht lackiert, sondern die ist komplett so gegossen schon. Und die Schrift ist hier erhaben eingeprägt. Da sieht man es. Losnummer DN steht hier, das bedeutet, es ist original von Diehl hergestellt. Es gab noch zwei andere Firmen, die die hergestellt haben, aber das hier ist eine originale von Diehl. Und ja, woraus besteht die Übungshandgranate, analog zur scharfen Handgranate natürlich. Wir haben den Zünderoberteil, wir haben den Körper und wir haben hier eingesetzt den Sprengkörper. Splitterkörper, Sprengkörper, Zünderoberteil. Es ist eine sehr intelligente Handgranate. Kann ich selber denken, aber sie ist sehr intelligent aufgebaut. Für den Soldaten relativ einfach und variabel nutzbar. Ja. Modular, wie es so schön heißt. Ne? So, wir zerlegen jetzt einmal. Und zwar ist es ganz einfach. Ne? Hier unten ist ein Drehrad, eine Verstellung, die kann man drehen. Ne? Aufdrehen, dann kann man den Sprengkörper entnehmen und hier hat man nur noch den Splittermantel. Deshalb heißt das auch Handgranatenkörper Splitter, Üb, DM58 und Handgranatenkörper Spreng, Üb, DM58 und oben Zünderoberteil DM58. Und was hier jetzt natürlich fehlt, ne, habe ich auch leider nicht in abgeschossen. In dieses Gewinde wurde reingeschraubt ein kleiner Sprengsatz, damit es Puff macht. Mehr nicht. Und dasselbe halt alles in Grün, in Gelb-Oliv, dann ist es wie die Schafe. Hier unten ist das Gewinde, mit dem man hier mit dem Rad, da sieht man das hier, kann man mit dem Rad verriegeln. So, jetzt muss ich noch das Richtige Loch finden. Zack, jetzt sie wieder fest. Wenn man die so einsetzt, die Schafe natürlich, dann hat man die Splitterwirkung. Ne? In diesen Splittermantel eingegossen sind 6600 kleine Splitter. Die scharfe Handgranate hatte einen tödlichen Radius von 10 Metern. Also innerhalb von 10 Metern, wenn das Ding hochgeht mit Splittermantel, hat man ganz schlechte Karten. Ne? Dann muss man wohl in den Sandbereich. Dann ist man erstmal vielleicht für sehr lange mal Sportgelände befreit.
So, Gewicht. Der Splitterkörper, der reine Splitterkörper. Moment. Der reine Splitterkörper wiegt 430 Gramm. Der reine Sprengkörper wiegt 154 Gramm. Und dieser bestand aus 60 Gramm Nitropenta-Sprengstoff. Das war das, was geknallt hat. Und das war das, was als Splitter weggeflogen ist. Dieses Ding leer hat kein Sprengstoff in sich. So. Original-Sprengsatz, 3 bis 5 Sekunden Verzögerung. Warum habe ich schon gesagt, das ist so variabel, das Teil? Ganz einfach. In diesem Fall haben wir eine, man sagt das auch, Verteidigungshandgranate. Das bedeutet, aus einer Deckung kann ich das Ding werfen. Durch die hohe Splitterwirkung wird alles in 10 Kilometer, im 10 Meter Umkreis zersägt. Zur Verteidigung besonders geeignet. Ich kann aber auch das Ding nur als Sprenghandgranate benutzen. Dann habe ich keine Splitterwirkung. Dann habe ich nur den Druck. Das heißt zum Beispiel, wenn ich das Ding nehme und will als Beispiel einen Raum räumen und ich weiß, da sind welche drin, dann könnte ich entweder das Ding mit Splittermantel reinschmeißen, das Ding detoniert und ich muss dann eine Sekunde warten, bis die Splitter alle sich in den Wänden oder in dem Ziel verteilt haben. Es wäre aber auch möglich, dass ich nur die Sprengladung reinschmeiße und praktisch sofort nach dem Knall um die Ecke komme, weil keine Splitter fliegen, nur den Druck. Das heißt, die Ziele würden mit dem Druck betäubt sein. Ne? Stunt, also geht. Oder man könnte damit irgendwas zerstören. Das Ding reinschmeißen, wenn man nur die Sprengwirkung braucht, nur die Druckwirkung. Ne? Ohne große Splitter. Dann kann man das einfach sagen, gut, ich nehme, die wurde so geliefert, 10 Stück in meinem Kunststoffkoffer. Und wenn ich sage, Mensch, ich brauche jetzt nur die Sprenggranate, das Ding kann ich wegschmeißen, theoretisch, das knallt und ist weg. Das hier ist die eigentliche Sprengladung. So. So. Und wieder verriegeln, fest. Da haben wir sie wieder. So. Ich sagte schon 3 bis 5 Sekunden. Das ist das Problem. Es ist ein Brennzünder drin. Und wenn ich die nehme, ich nehme die immer grundsätzlich so in die Hand, dass der Sicherungsbügel, ne, der Sicherungsbügel, Sperrbügel offiziell genannt, in der Handbeuge liegt, damit ich den festhalte. Dann wird das Ding fest umgriffen, nicht zu fest, dass man nachher irgendwann also ermüdet und die loslässt. Dann nimmt man den von den Klapp von den Sperrbacken. Dann hat man sie so und dann kann man werfen. Und sofort weg damit. Wenn man gezogen hat, sofort weg. Nicht wie im Kino, ne? Erstmal den Dings wegfliegen lassen, das geht ja auch gar nicht, weil dann müsste man sie so halten und nach so wegziehen. Nur gut geht, aber macht man nicht. Ne? So halten, Ring lösen, ziehen und sofort weg damit. Ne? Bogenwurf, Schleuderwurf, die verschiedenen Wurfarten und in Deckung gehen. Denn es knallt nach 3 bis 5 Sekunden. Das ist das Problem. Ne? Also wer bis 5 zählt, bei 3 wird sie vielleicht rot und rissig. Dann haben wir ein Handproblem. Die scharfe Handgranate, die M51, die wurde übrigens auch von den Deutschen zweimal richtig groß, im großen Maßstab verschenkt. Und zwar 2014 haben 10.000 dieser Granaten die Kurden gekriegt im Kampf gegen den IS in Syrien.
Und die Ukraine hat 100.000 Stück davon aus Bundeswehrbeständen gekriegt. Und nochmal 100.000, die direkt ab Werk von Diehl in die Ukraine geliefert werden sollen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon ausgeliefert sind. Die stehen auf jeden Fall noch auf der Seite drauf, als irgendwann mal. Ne? Dann hätte die Ukraine 200.000 von den Handgranaten gekriegt. So. Wie funktioniert das Stück? Relativ einfach. Ich habe hier noch einen Extrakörper. Da kann man es dann zeigen. Ne? So, ich mache den Sicherungsring, ne, den Abzugsring. Ne, den nehme ich aus den Klemmbacken. Hier oben ist so ein Plastikschutz drauf. Dieser Plastikschutz ist hauptsächlich gegen Witterungs- und Verschmutzungsgefahren gedacht. Ne? Die alten hatten den nicht, die DM41er. Ne? Die hatten einfach nur das Ding so. Und hier wurde es halt mit so einer Kappe, mit so einer Plastikkappe geschützt. Wie gesagt, den Abzugsring aus den Klemmbacken nehmen und, oh, warte mal, ist bequemer, den so anzufassen. So, wir nehmen den ab. Der Splint ist leicht ausgebogen, aber hier drin. Das hat man tatsächlich absichtlich so gemacht, dass man das mit diesem Tunnel gesichert hat. Warum? Man will verhindern, dass ein Soldat hingeht und den Splint vorher, der ist ja so auseinandergebogen, vorher zusammenbiegt. So, dass man ihn ganz leicht rausziehen kann. Weil die Gefahr ist dann, dass er wirklich sehr leicht rausgeht und mal zu früh losgeht. Ne? Deshalb hat man es extra geschützt hier. Hat die Scharfhandgranate auch. Diese Schutzkappe. Ne? So. Wie gesagt. Nehmen und ziehen. Zack. Jetzt habe ich sie in der Hand. Gesichert ist sie jetzt durch die Feder. Hier mit meiner Handbeuge. Ne? So, die Kappe, die ist jetzt nur aufgesteckt. Die ist ja nicht mehr gesichert durch den Splint. Das heißt, wenn ich Pech habe oder wenn ich jetzt irgendwo gegenkomme oder so, dann kann sie abfallen. Die ist wirklich, wirklich nur ganz locker raufgezogen. Ne? Sie hat ihre Schuldigkeit auch getan. Sie hat das Zünderoberteil jetzt gegen Schutt, Schmutz, Nässe, Wasser, Dreck und so geschützt. So, wenn ich die jetzt werfe, hui, ne? Ich halte die bis zum Abwurf so in der Hand. Nix hier mit Ping 21, 22 werfen. Das ist Kino, das ist Hollywood. Ne? Dann fliegt das Ding los. So geht der Zirk. Die Schutzkappe fliegt dann weg. So, und jetzt haben wir hier den, wie heißt das Ding richtig? Den Speerbügel. Der Speerbügel, so heißt das Ding richtig hier, ne? Den Speerbügel. Der fliegt, er wird ja nicht mehr gehalten, weg und zwar ist hier eine Feder drin. Ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich den möglichst mit dem Finger sichere. Was nicht so einfach ist. So, der fliegt weg. Hier haben wir den federgelagerten Schlagbolzen. Der wird so von dem Speerbügel gehalten und schlägt dann durch die Feder um. Und hier oben wäre von der scharfen Handgranate das Anzündhütchen vom Zünder, vom Detonator. Ne? Und ist auch keiner drin, mal gucken. Ne? Hier wäre dann das Oberteil, sieht aus wie so ein Patronen. Anzündhütchen von einer Patrone. Ne? Und das hier ist der Schlagbolzen drin. Da, Fokus, da. Ne? So, und wenn ich den dann wegwerfe, der Speerbügel fliegt weg. Schlagbolzen schlägt auf den Anzünder.
Und der chemische Brennzünder in dem Zünder brennt jetzt 3 bis 5 Sekunden. Und nach 3 bis 5 Sekunden ist er durch und sagt, jetzt gehe ich kaputt. Und dann detoniert er, wupp, die Sprengladung, den Sprengkörper. Der geht dann hin. Innen drin ist ja der Detonator drin. Und dann fliegt das Ding auseinander. Und durch den Druck zerreißt er den Splitterkörper. Und die 6600 Splitter gucken sich die Gegend an. That's it. Das ist es. Die kann ich gleich wieder wechseln. Gleich einen neuen wieder drauf. Wir haben hier noch eine Gummilichtung hier. Da ist eine Gummilichtung drauf, damit das Ding auch gegen Nässe zusätzlich geschützt ist. So, der ist wieder fertig. Den anderen muss ich dann wieder zusammenbauen. So, diese drei Teile sind Verbrauchsmaterialien. Dieses Teil nicht. Das bedeutet, der Munufts, der Munitionsunteroffizier, musste auf jeden Fall die Dinger wieder haben. Die Dinger konnte er einfach als Ersatz anfordern. Bei mir war es so, wir mussten mal alles einsammeln, ihm alles geben, damit er auch ja nachher seine, ich keine Ahnung, 100, 200 Oberteile wieder instand setzen kann. Dann saß ein Lanzer da oder zwei Lanzer saßen da und waren den ganzen Tag am Basteln, dass das Ding wieder hinkriegen. Ne? Strafe. War so. Ne? So. Man konnte das Ding halt wieder spannen. Das heißt, man nahm das Ding so umgeknickt, kam der Sperrbügel wieder rein. Jetzt ist er drin. Es kam die Kappe wieder rauf. Hallo Kappe. Und dann wurde er. Schalalala. So, ne? Jetzt musste man ganz genau das Loch wieder finden. Das war natürlich total einfach. Moment. So, und der Splint hier wieder rein, wenn man es denn hingekriegt hat. Ich krieg's gerade nicht hin. Da muss er wieder rein, ne? Durch das kleine Loch. Zack. Verrückt. Muss man ein bisschen wackeln, dass da der Splint wieder reinkam. Boah, das muss aber auch so ein Soldaten. Nee, das ist aber auch, wenn man da den ganzen Tag geworfen hat. Da ist er. Na? Kriege ich nicht hin, muss ich in Ruhe mal machen. Ne? Muss jetzt genau durchgefädelt werden hier, dass er da rein, damit er nachher wieder richtig passt. Ne? Das geht jetzt wieder. Ne? Das ist wieder so dieser Vorführeffekt. Ne? Ein paar Mal gemacht, ne? Und dann immer ging's und jetzt plötzlich nicht. Naja. So ist das leider. Aber ihr habt verstanden, ne? Konnte man wieder fertig machen, spannen und fertig. Ne? Normal konnte man die auch komplett so zerlegt in Einzelteilen zurückliefern ans Depot und sich neue holen. Verschiedene. So. Gut. Aufbau haben wir angeguckt. Bedienung haben wir angeguckt. Das Ding, wie das funktioniert, haben wir angeguckt. Es gab die ganze Vorschrift ist in der 3-17 Handgranaten, Handflammenpatronen, Granatpistole erklärt.
3-17, ehemalige Vorschrift. Und zu meiner Zeit, mal schnell hinstellen hier, zack, nehmen wir die nochmal dazu, die alte und die auch. So, zu meiner Zeit, diese haben wir in der Grundausbildung geworfen, tatsächlich. Die alten haben wir dann aufgebraucht, ne? Kamen da echt kistenweise an und haben wir die geschmissen, die Geisteskranken, ne? Und die gab es dann später, ne? Die habe ich so ab, weiß ich nicht, 92, 93, 92 haben wir die hier geschmissen und ab 93, 94 haben wir nur noch diese hier gehabt hier. Die, ne? Die haben wir dann durch die Gegend gekloppt. Ne? Gab immer die Schulwerfübung, gab extra, gibt es auch eine Vorschrift drüber, ne? wie das Werfen auszusehen hatte, ne? Mit Trichter und dann mit Trichterstellung und so, Werfen in Deckung gehen. Das wurde immer ganz, ich war einmal Aufsicht beim Handgranatenwerfen. Ich hatte, glaube ich, drei oder vier Stunden, ne? Hatte ich echt, stand ich vorne und ich hatte, glaube ich, so ein bisschen Angst, ne? Das war, man hatte da so eine, wir hatten eine Vorübungsbahn. Es wurde immer so gemacht, dass man immer vorher einmal die Übungshandgranate werfen musste. Zwingend. Das heißt, man musste zwei oder dreimal werfen, Übungshandgranate. Dann musste, bei uns war es der Kommanditurführer, meine ich. Ich glaube, der Kommanditurführer war der beim Vorüben. Und der hat festgelegt, du bist sicher da drin in der Handhabung, du darfst werfen. Und es gab auch welche, die waren nicht in der Lage, das Ding vernünftig zu werfen. Die hatten immer, denen ist das Ding aus der Hand gefallen, haben geworfen, dann flog das Ding hinter denen weg, keine Ahnung wie. Und dann gab es einige, da hat der Hauptfeuerwehr gesagt, nee, sie nicht. Ne? Drehen sie um, gehen sie weg. Ne? Dann haben die nur das Übungshandgranatenwerfen im Schießbuch eingetragen gekriegt, aber nicht die Gefechtshandgranate. Dann stand ich vorne, war so ein, ich war, glaube ich, in Ära Lessin, meine ich, war ich Aufsicht. Das einzige Mal, wo ich Aufsicht beim Handgranatenwerfen war. Und da war erst ein Bunker. Da hat jeder Soldat seine Handgranate dann gekriegt. Ne? Eine Handgranate übergeben, eine übernommen. Und die hatte er dann gleich so in die Hand gekriegt. Und ist dann nach vorne gedackelt. Iu, 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 ne? Dann hat er sich gemeldet bei mir in dem Fall. Ne? Sagt er so, hier, was ich, Pionier Johannes Wurstgesicht, melde mich zum Werfen. Ne? Oder später, wo ich mein Transportern war, in der Agerkompanie, ist dann, keine Ahnung. Ne? Schütze, Gefreiter, XY, ich melde mich zum Werfen. Er sagt, alles klar. Dann war immer wichtig, habe ich gefragt, ne? Werfen Sie mit rechts oder mit links? Die meisten waren Rechtshänder, die haben das Ding ja schon in der rechten Hand gehabt. Und wenn ich dann, wenn er gesagt hat, er ist Linkshänder, ne, dann habe ich gefragt, wollen Sie mit links werfen? Und die haben fast dann ja gesagt. Ne. Ich habe gesagt, gut, dann wechseln Sie die Hand. Ne. Und dann dürfen Sie dann nur das Ding in der Hand wechseln. Vorher nicht. Ne. Also auf dem Weg zu mir hin, ne, hat das Ding in der Hand, in der rechten Hand. Ne. Und wehe, da ist einer irgendwie mit rumgewackelt, ne, mit der Gefechtshandgranate. Wurde ich aggro, ne? Ja, dann durfte er noch einmal wechseln. Zack. Wichtig. Beim Werfen. Mit rechts war es ja einfach, ne? Hatten sie ja so und konnten werfen. Diese Handgranaten waren aber für Rechtshänder entwickelt. Das ist einfach so. Das ist jetzt auch keine Boshaftigkeit. Ne? Das heißt, wenn die so wurfen, dann mussten sie nach oben abziehen. Das heißt, die haben das Ding immer fest am Oberschenkel gehabt, in der Höhe der Oberschenkeltasche wurde die hin und dann ziehen. Und dann sofort werfen und in Deckung. Bei mir war es zum Glück so, dass keiner falsch geworfen hat, sodass ich nicht mich auf die Granate schmeißen musste. Hört sich so einfach an, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich weiß es heute noch nicht. Wäre das Ding auf dem Boden gelandet, der, ne, ist die Frage, bringe ich mich in Sicherheit? Springe ich also hinter der Betonmauer? Und lass den Jungen da liegen oder versuche, wir hatten damals ja Jungs, ne? Oder versuche ich ihn mit wegzuziehen, ja, oder schmeiße ich mich heldenhaft auf die Granate. Ich glaube, ich hätte mich nicht draufgeschmissen, ich weiß es nicht. Aber ich kam nicht in die Situation. Und dann war es halt das Werfen. Dann haben die halt ihre Handgranate geworfen, es hat geknallt. Das Schlimme war, als Aufsicht musste ich immer gucken, wo die Granate landet.
In dem Falle, dass es ein Blindgänger war, musste ich den Kampfmittelräumdienst dann sagen, da vorne liegt sie. Das heißt, der Lanzer kam, hat geworfen, ne? Er ging sofort in Deckung. Ich musste gucken, wo sie hinfällt und bin dann auch in Deckung gegangen. Und im Laufe des Tages wurde man immer cooler. Ne? Man war hinter in einer Deckung, in einer Betonmauer. Davor war Sand aufgeschüttet, wie so ein Wall. Ne? Und dahinter war das Trichtergelände mit den Zielen. Und es war mir immer völlig egal, ob die Soldaten jetzt, wenn man gesagt hat, da waren so Mannscheiben. Ne? Und mir war es völlig egal, ob der Soldat jetzt diese Mannscheibe getroffen hat. Hauptsache, das Ding flog da irgendwo hin und es hat geknallt und ist keiner umgekommen. Dann habe ich gesagt, super. Ne? Habe ich gesagt, jo, bestanden, Abmarsch. Die sind dann reingegangen zum Bunker, zum Schreiber, haben dann ihren Eintrag gekriegt, ein Schießbuch und dann konnten sie meistens noch zwei oder dreimal werfen. Ich glaube, dreimal hat jeder, sollte jeder werfen oder so. Ne? Ja, und bei dem ersten Werfen haben wir auch immer darauf geachtet, dass die Leute keinen Parker anhatten, weil viele da mit dem ganzen, ne, nicht, dass sie es irgendwie verheddern. Und beim ersten Werfen war es auch so, dass wir gesagt haben, sie sollen einen Helmbezug abmachen und Helmnetz und so, dass sie mit einem nackten Helm da stehen. Also die waren dann, wir waren im Herbst, es war kalt, es war frisch, es hat nicht geschneit, Herbst, früher Herbst. Dann standen sie halt in Feldjacke da, damals die grüne Feldjacke, weiß ich noch, ne? Stand ich dann da mit meinem Zeug und wir hatten alle noch gar keine Splitterschutzweste und nichts, war ganz abenteuerlich irgendwie. Also ich stand da mit meinem Feldanzug Grundform praktisch, ich hatte auch keine Koppelausrüstung dran oder so, hatte auch meinen Helm auf, ohne nackt alles, ne? Und die Lanzer auch. Die kamen dann auch mit nackten Helm, nur mit Feldjacke, ne? Koppel oben, Feldjacke, keine Ausrüstung. Nicht, dass sie da irgendwie Dummheit da. Wie gesagt, beim ersten Werfen war das echt hart. Und dann ging das. Ne? Und zum Schluss wurde immer cooler. Ne? Dann bin ich dann nur noch in Knie gegangen. Er hat geworfen, die Lanzer haben sich sofort flach auf den Boden gelegt und ich habe mich irgendwann nur noch so ganz lässig so in die Knie, kurz in die Knie gewartet, bis es knallt. Das war in der Winkel, ne? Bei der Winkel konnte gar nicht getroffen werden von Splittern eigentlich, theoretisch. Ne? War, wie gesagt, einmal das gemacht, oh, verdammt, ne? Geworfen habe ich öfter, 30, 40 Handgranaten habe ich bestimmt geworfen in meiner Zeit, insgesamt. Aber, wie gesagt, einmal Aufsicht hat mir gereicht. Buh, ne? Und später in Hammelburg war ich auf einem Schießlehrerlehrgang für Handwaffen. Da haben wir dann im scharfe Handgranaten geworfen im Übungshaus. Sie hatten so ein Übungshaus in Hammelburg. Das war mit aufgeschnittenen Reifen verkleidet, um die Splitter aufzufangen. Und das waren so, ging so zweimal um die Ecke rum. Da war es mal so, dass der Handgranatenwerfer hingegangen ist, hat dann die Handgranate um die Ecke geschmissen. Dann wurde gewartet, bis es geknallt hat. Dann sind zweimal mit den Uzis rein und haben dann den Raum mit abgefangen. Wir haben mit Gefechtshandgranate geworfen und die Uzis hatten Manövermunition drin. Es ging ja nur um die Hand, um den Ablauf, ein Haus zu säubern. Ne? Das heißt, es ging dann los. Da war es auch so, dass wir komplett ausgerüstet waren. Und dann ging es los, der Werfer, Handgranate, ne? Schleuderwurf, einmal um die Hausecke rum. Es hat geknallt und dann sofort alle, yay, und mit Uzi und dann brrrt, ne? Reingeknattert. Das war ganz abenteuerlich. Ne? Also hat ganz schön gewurmst. War gut. Und sonst haben wir halt Handgranaten auf dem normalen Übungsplatz geworfen. Ne? Das war dann aber unspektakulär. Wir waren ja alles Feldwebel, Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel damals. Ne? War gut. War nur Abenteuer. Also Handgranaten werfen ist heftig. Ja, so. Mehr habe ich auch nicht aufgeschrieben. Das war's zur Handgranate. Üb DM 58 in Lichtblau. Und wie gesagt, scharfe Handgranate von der Bedienung her, vom Aufbau her, komplett dasselbe Gewicht, alles wie die hier, ne? Nur in Gelb-Oliv mit chromgelber Schrift. Ja, das war's zur Handgranate. Wenn Fragen sind oder Anmerkungen sind oder so, nur schreiben. Wie gesagt, alles steht in der
ZDV-17 drin, gibt es im Internet frei runterzuladen. Die Wikipedia-Seite zur DM58 ist sehr fehlerhaft, hat viele Fehler. Also wenn ihr die Wikipedia-Seite anguckt, ja, ladet euch lieber die ZDV-3-17 runter. Da gibt es ein Kapitel Handgranaten. So, gut, das war's. Genug, ich habe euch genug langweilt, nehme ich an. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.